Gut, Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Heute ist Rosh Chodesh, heute ist Anfang neuer Monat, Monat Adar. Das heißt, dieser Monat ist ein Monat von Simche, Monat von Freude, Monat von guten Psures, von guten Nachrichten. Und steht sogar geschrieben in Talmud, dass dieser Monat hat gesunde Masel. Bori Masole, also dieser Monat hat einen gesunden Glück, dass dieser Monat bringt der Mensch wieder in seine Realität und in die richtigen Volume. Sie wissen, wenn man hört Musik, man kann die Musik hören laut oder leise. Aber es muss immer gebunden sein zum Strom. Das heißt, dieser Monat hört man die Musik etwas laut. Man hört das ein bisschen lauter, die göttliche Musik und das Leben mehr wie jeden Monat. Сегодня начало нового месяца Адар. С этого месяца это месяц считается, который приносит особую большую радость, хорошие новости. Человек начинает больше слушать и слышать божественную музыку. Он включает как бы ее на полную громкость. In Talmud steht geschrieben, und es bringt auch gebracht in Tanja, Kapitel 26, wenn zwei Leute miteinander streiten, es gibt so einen Kampf mit dem Körper. Die Boxen. Nicht Boxen, das nennt man... Ringen. Wo zwei Leute muss einer dem anderen runterfallen. Aha. Das ist so eine Art von Kampf. Und wenn die zwei Leute kämpfen, was passiert, wenn einer ist sehr, sehr stark, aber depressiv, schlecht gelaunt, und aber er hat viel Kraft. Aber er ist langsam, schwermutig, also im Geist sehr schwach, aber im Körper sehr stark. Und der andere im Körper nicht so stark, aber er ist schnell, der hat Technik, der hat gute Laune, der ist... Amamser, er macht die Sachen so schnell. Wer wird gewinnen in diesem Kampf? Der Starker im Körper und schwach? Oder, oh, Sie sagen schon der Mamser. Oder derjenige, der hat gute Laune, der, mein Bobby hat gesagt, ein Chitre. Cleverer. Ein cleverer, ein lustiger, ein freilicher. Er wird besser schaffen im Kampf. Так, например, когда два человека борются между собой, один сильный по своему телу физически, но он слабый духом, может быть, он как-то чем-то расстроен, депрессивный, и второй его соперник, он может быть маленьким, щупленьким, но он может быть проворным, у него хороший настрой, он нам более с другим положительным настроением идет в борьбу, и, конечно, он выиграет. Die Simche, die Freude beeinflusst der Mensch, soll er haben einen gesunden Körper, soll er haben wenig Sorgen, soll er haben gesunde Immunsystem und auch soll sein Ponim soll besser ausstrahlen als ein Mensch, der Schwermut, der depressiv, der hat keine Freude. Wenn ein Mensch hat keine Simche, wenn ein Mensch hat keine Freude, das ist so eine Kette. Zuerst hat er keine Lust. Ist er schwach, er will sich nicht bewegen. Später wird sein Körper schwach und er kriegt viel Sorgen. Und die vielen Sorgen bringen auch ein Gesicht von einem Adler. Und so ein Mensch fällt runter. Apathisch. Apathisch, genau. Aber wenn ein Mensch hat Freude durch die Neshome, ist genau umgekehrt. Ein gesunder Körper, alles fleißig, tüchtig, sein Ponym ausstrahlt von Freude und er ist schnell wie ein Leopard. В месяце радости все люди меняются. Они становятся с
своей душой радостнее, светлее, они несут положительное, и они, конечно, отличаются от тех людей, которые, которых написано все на лице. Когда человек начинает делать себе какие-то плохие мысли, он становится апатичным, конечно, все это проявляется на его здоровье, и он становится и физически тоже таким, таким больным, дряхлым. Wenn ein Mensch ist vernachlässigt, schläft, lässt die Sachen verspätet, er kann machen seine ganze Geschäft bankrott, wenn er legt nicht die Papiere zum Finanzamt in der richtigen Zeit, wenn er meldet sich nicht in Feuerwehr in der richtigen Zeit, später, weil er war faul, später fällt die ganze Geschäft runter. Und an wem liegt das? An ihm. Der hat geschoben, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute. Und zum Schluss, diese Faulheit, lange Zeit, macht sein ganzes Geschäft kaputt. Er sollte gehen in die Richtigkeit zum Doktor? Nein, wer braucht Doktor? Er soll machen Physiotherapie? Nein, lass, nicht jetzt. Vielleicht Sommer, vielleicht Winter. Und ein Mensch, der schiebt die Sachen und er ist nicht freilich, die Sachen schnell zu tun, fällt er und knickt er ganz schnell. Человек, который все откладывает на потом, который все от себя отстраняет, говорит, нет, на этого еще у меня есть время, он таким самым образом может сломать себя физически и также может сломать вокруг себя. Если он, например, вовремя не сделал какие-то поручения, не пошел в банк, не заключил какую-то страховку, вся его жизнь может получиться полностью разрушиться именно из-за того, что он не сделал все своевременно из-за своей такой апатии. Es gibt ein Tier, wo alle Menschen haben Angst von diesem Tier. Der heißt Kobraschlange. Kobraschlange ist ganz gefährliche Schlange. Alle haben Angst von dieser Kobra. Aber es gibt eine kleine Tier, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, das ist von der Familie von der Katze, Nemia. Und sie ist so eine Kleinschicke. Und sie ist ganz schnell. Und sie hat kein Problem, zu schnappen die Schlange. Und sie geht auf seinen Kopf. Und sie beißt den Kopf. Und sie ist satt. Und später schläft sie in aller Ruhe. Und danach isst sie die ganze Schlange zu Ende. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. Es ist so ein kleines Tier. Die heißt Nemia. Kleine Tier, Nemia, Nemia. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Sie steht so, sie hat so einen kleinen Kopf nach oben. Auch in der Wüste lebt es? Es gibt eine indische und eine europäische und in der Wüste. Sie bringt immer, wenn sie hat ein Geburt, bringt sie zwei Stück und die indische machen vier Stück von der Nemia. Ist das vielleicht so ein Nager? Ja, 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 diese, diese, ja. Yeah. Diese. Ja. Erdmännchen? Vielleicht hast du Erdmännchen. Nee. Erzähl, ich finde, wie es heißt. Erzähl eine Minute mehr. Erzähl die Leute, was ist das und ich gucke. Например, все люди боятся самого ядовитого животного. Это кобра. Да, она самая страшная. Но есть, тем не менее, маленький зверек, который ее не боится и который на нее упадает. И может ее победить, и ее тем самым своей скоростью уничтожает. И потом она потихонечку съедается. Сейчас мы узнаем, как зовут этого маленького зверька. Такие вот мансу. Какая-то разновидность каких-то вот... Змей? Не змей, это такой вот, как я не знаю, зверек, то ли хорек, то ли... Эрпестес! Herpestes heißt das auf Deutsch. Herpestes? Herpestes. Это такой как суслик или как хорек? Как хорек. Хорек. Такой небольшой. Такой вот. И он будет. Как? Мангуст. 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 Такой зверек. Зверек такой маленький, знаете, и он. Единственный, кто может эту кобру победить, и кто на нее нападает. Мангуста. Мангуста. Мангуста.
Ich nehme One, ich nehme One. Jetzt haben wir Mangusta. Ich nehme One. Auf Deutsch heißt das ich nehme One. Aber so, diese... Gut, also, diese Tier, ich nehme On oder Herpestes, man kann googlen, das sind so kleine Tiere und sie haben kein Problem gegen die großen... warum? Weil sie haben Simche, sie haben Freude, sie haben Energie, sie haben Technik. Was? Der Kleine besiegt den Großen. Genau, der Kleine besiegt den Großen, weil es geht nicht jetzt klein und groß. Es kann sein, ein Kleinchen... Von Körper, Napoleon war ein Kleinschicker, aber war ein Freilacher. Interessant, einmal hat mein Rebbe gesagt, warum hat Napoleon so viel Sieg gehabt? Weil der hat immer Freude. Immer wenn er hat genommen zum Krieg, er hat ihr gegangen mit Soldaten und gemacht Marsch. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sie haben immer Marsch gemacht. Einmal war ich unterwegs und ich war in Worms. In Worms, das ist eine Stadt in Deutschland. Und wir haben spaziert mit den Kindern in den altjüdischen Friedhof und dem Raschishaus. War sehr schön. Und dann unterwegs haben wir spaziert und es war so wie Bazar, so kleiner Flohmarkt. Und ich habe gesehen, es gibt so drei CDs von den bewussten Marschen in der Welt. Wie viel kostet? 5 Euro. Nun, 150 Marschen für 5 Euro, warum nicht? Habe ich gekauft und den ganzen Tag haben wir gehört im Auto Marsch. Glauben Sie mir, es hat alle gegeben, richtige gute Laune. Also Marsch schenkt der Mensch eine gute Laune. Und interessant, immer wenn man macht so Zeremonie vom Land, Parade und solche Sachen, man bringt so Marsch und Marsch bringt der Mensch in eine Bewegung, in eine Wille zu siegen. So hat mein Rebbe gesagt, dass Napoleon einer von seinen Geheimnissen, außerdem, dass er war ein Hexer, außerdem war er auch ein Mensch, der hat auch genutzt die Kraft von Simche, von Freude. Маленький побеждает большого, а то, что он побеждает с радостью. Да? Когда в человеке, даже в самом маленьком, заложена радость, он более позитивно настроен. Так, например, да, сила воли у него увеличивается. Так, например, марш, да, способствует тому, чтобы человек был в таком приподнятом настроении, и он уже как бы его располагает к победе. Так, например, Наполеон побеждал, один из его секретов, что он был всегда, он маршировал куда-то с маршами в бой, и поэтому он мог только побеждать. Dass er fährt gerne Sportfahrrad. Und einen Tag haben sie gehabt einen größten Berg. Und er macht langsam, der hat kein Kojach mehr. Plötzlich ein älterer Mensch mit dem Fahrrad ganz nach oben. Er war verrückt. Er hat nicht verstanden, wieso der ältere Mensch ist mehr Sportler als ihm. Als er kam nach oben, er hat gesehen, dass der ältere Mensch hat Motorfahrrad. Der hat so Elektrik. Und Elektrik, ich glaube, man kann sagen, ein Mensch in seinem Körper ist mechanisch. Alles so müde. Aber Freude, gute Laune, Simche, das ist so wie Strom. Und wenn der Mensch hat Batterie von der Seele, der ganze Körper funktioniert anders. Der funktioniert nicht jetzt nach mechanischen Kräften. Der kriegt eine himmlische... Ekstase. Eine Ekstase. Er kriegt sein Fahrrad geht schnell im Berg, weil er hat Motor, weil er hat Energie von Strom.
Человек по своей натуре очень механический, но когда вот эта божественная сила наполняет его душу, и вот эта душа у него полна радости, хорошего настроения, это как мотор, как энергия, которая дает нашему физическому телу силу. Так, например, если велосипедист едет в высокую гору, чисто механически, он очень трудно с этим справляется, а человек, у которого электрический маленький моторчик, он едет вперед. Так и душа является для нас, людей, своим хорошим настроем, мотором. Ich hab, ich erzähle euch zwei Geschichten. Der Opa von die Lubavitcher Rebbe, Reb Meir Shlomo Janowski, war ein Rabbiner in Nikolaev. Und nach einer gewissen Zeit, nicht auch gedacht, der hat bekommen so eine Krankheit, wo man musste ihn in ein Krankenhaus sperren, wo er mit Menschen nicht begegnet. Das ist so eine extra... Isolieren. Isolieren. Quarantäne. Und niemand darf ihn besuchen. Sein Freund, Reb Osher Salomon, der war der Scheuchet von Nikolaev, ist jeden Tag gegangen neben diese Mauer. Und er sitzt hier und Reb Osher ist hier gestanden und er hat dann vorgelesen, Tanje, Sachen von Chassidismus, soll ein Mensch nicht traurig sein, soll er freilach sein, dass wenn ein Mensch ist freilach, hat seine Freilachkeit auch einen Einfluss auf seinen Körper und freilach ist nicht nur eine Autosuggestie oder einen psychologischen Trick, das ist eine Kraft für den Mensch. Und so wochenlang, jeden Tag ist er gekommen, Reb Osher, und er hat das vorgelesen zu Rabbi Meir Shlomo Janowski. Nach vielen, vielen Wochen, stell mal vor, Rabbi Janowski kommt raus von der Quarantäne, gesund. Und er geht zum Osher Salomon und er sagt, ich will dich umarmen und küssen. Sie haben mein Leben gerettet. Ich habe gewartet, jeden Tag soll es kommen und mir ein bisschen vorlesen. Diese Kraft, was hast du mir gegeben jeden Tag von Apor Shura Sintanya, was hast du mir vorgelesen, das hat mir in den Kopf gegeben so viel Koyach, so viel Kraft. Ich bin geworden langsamer Freilacher und dieser Freilacher hat mir gegeben Hoffnung und diese Hoffnung hat mein Immunsystem noch einmal aktiviert und der Körper hat allein durch seine Koyach ist wieder gesund geworden. Weil der Körper von einem Mensch, wie gesagt, ist nicht nur eine technische Maschine. Der hat eine Kraft von Gott, dass er kann sich selbst durch seinen Kopf sich selbst erheben. Und Reb Meir Shlomo Janowski ist wieder gesund geworden durch die paar Zeilen, wo Reb Osher Salomon hat jeden Tag gelesen für ihn. Дедушка Любавича Рэба заболел, и у него была такая болезнь, что он вынужден был находиться в карантине. То к нему приходил раввин и читал, между тем, что они были разделены стенкой, читал из книг изучений о хасидизме, о том, что радость – это божественная сила, для чего она дается людям, да, и тем самым потихоньку он выздоровел. Больного выпустили, и когда он вышел, он сказал, я хочу тебя обнять, потому что ты дал мне ту силу, я ждал тебя каждый день, что ты придешь и будешь мне читать опять маленький отрывок, и это придавало мне силы, и поэтому вот это вот хорошее настроение, хорошие мысли, это не автогенный какой-то тренинг, это действительно... способствует и действительно это улучшает состояние человека. Ich habe gelernt in Kfar Chabad, einer von meinen Rebbes war Reb Mendel Futterfass. Der saß jahrelang in Sibir in Lager. Und ein Tag, als ich war in Yeshiva, der hat getroffen einen anderen Jid, der heißt Tuvia Bolton. Und Tuvia Bolton war so ein bisschen traurig, depressiv, sagt der Reb Tuvia, ich will dir was sagen. Ich war jahrelang in Sibir. Ich war nicht stolz auf mir, wie habe ich gehalten Schabbes. Ich war nicht stolz auf mir, wie habe ich gelegt Tfilin.
Ich war nicht stolz auf mir, wie habe ich gehalten, koscher Essen. Aber eine Sache bin ich stolz auf mir und sehr, sehr richtig gemacht und nie versäumt und nie gefallen. Ich war die ganzen Jahre in Sibir nie schlecht gelaunt. Ich war meine ganzen Jahre in Sibirien nie in Depression. Das kann ich dir garantieren. Mein ganzen Jahren war ich immer mit Hoffnung weiterzuleben. Und wenn ein Mensch hat Simche und er will leben, schon das Leben an sich ist eine Freude. Aber wenn ein Mensch lebt und weiß nicht warum, warum soll er haben Kraft zu leben? Wozu will er leben? Warum soll er leben? Warum soll er Kraft haben zum Leben, wenn er will nicht leben? Das heißt, die Wille zu leben ist schon der Kraft, was bringt der Mensch Simche, was bringt der Mensch Freude. Один раввин, который был в Сибири, отсидел лагеря, рассказывал другому еврею, что он никогда не был горд тем, как он правильно ли он держал шаббат, всегда ли он соблюдал законы кашрута. Но одно он знает точно, то, что он гордится собой, что за все вот это трудное время, когда он сидел в лагерях в Сибири, он ни одного дня не был депрессивным или в плохом настроении. И что вот одна хотя бы даже сила воли хотеть жить, уже это придает человеку силы в жизни. Es ist sehr interessant, es gibt zwei Speisen. Normalerweise beginnt man dem Essen mit etwas Saures, Salziges oder Scharfes. So beginnt man ein Essen. Bisschen saure Gurken, bisschen Maslines, bisschen Hummus, weiß ich nicht. Man beginnt so mit saure, scharfe, salzige Sachen. Und man beendet das Essen mit süßen Sachen. Also wenn hat man gegessen, will man zum Schluss etwas süß zu beenden. Kompott, Aprikose, Apfelstrudel, Schokoladesoufflé mit Vanilleeis, Erdbeer. Also ein Mensch hat Lust nach dem Essen auf etwas Süßes. Aber am Anfang will er etwas Salziges. Es ist sehr interessant, auch im Flugzeug in Europa verteilt man Süßes oder Salziges. Was willst du? Weil wenn ein Mensch geht runter, bei jedem Mensch etwas anderes hebt ihm nach oben. Manche Leute, wenn sie essen was Süßes, kriegen sie so Leben, Erquickung, Freude. Labsal, ja. Wie? Das nennt man Labsal. Labsal. Manche Leute haben so Labsal, wenn sie was Süßes essen. Und manche, wenn sie essen was Salziges. Sagen unsere Weisen, die Tzadikim, die guten Menschen, sind so wie Schokolade. Die sind so wie Marmelade. Die sind so wie Kakao. Die sind gute Menschen, die sind immer süß. Aber die Menschen, die haben am Leben so Schwierigkeiten, Menschen, die haben sich das Leben geändert und gefallen, die sind sauer, die sind bitter, die sind salzig. Sagen unsere Weisen, die Menschen haben doppelt Appetit zu leben. Weil wenn ein Mensch ist schon alles gut, hat er keine Kraft weiter. Aber in dem Moment, wo das Leben kriegt so Gewürz, wo das Leben kriegt so eine Paparoni, eine Chile, da der Mensch hebt sich weiter zu leben. Das erquickt der Mensch zu mehr Appetit. Люди так устроены, что в большинстве всегда начинают принятие еды с чего-то соленого или острого и заканчиваются всегда сладким десертом. Так и, например, в полете самолета раздают всегда в европейских странах или сладкое, или солененькое. Кому что больше подходит, какому человеку больше это поднимает как-то настроение. Да? И мудрецы говорят, что есть люди, которые по своей натуре вот такие соленые, горькие, острые, и у них в два раза больше аппетита к жизни, потому что они как пряности, чем те люди, у которых все хорошо, и они такие сами по себе сладкие все. У других людей два раза больше аппетита к жизни. Ja. Es steht geschrieben in Talmud, dass Rabba
immer morgen früh, wenn er hat begonnen seine Shiur, er hat immer begonnen mit einem Witz. Immer wenn er hat begonnen seine Vorlesung zu seinen Schülern, hat er begonnen mit einem Witz. Warum? Weil Witz ist Feuchtigkeit. Witz ist von Kleinknöppeldickkopf zu einer Breite. Also Menschen sind seriös, wenn ein Mensch ist gekrämpft und traurig, er wird nicht lernen. Aber in dem Moment, wo ein Mensch hat gehört einen Witz, da beginnt er besser die Sachen aufzunehmen. Der Baal Shem Tov sagt, dass deshalb, wenn Avraham Avinu ist gegangen mit seinem Sohn zum Berg Moria, mit seinem Sohn Yitzchak, hat er genommen zwei junge Begleiter. Warum zwei junge Begleiter? Weil die jungen Menschen haben immer gute Laune. Junge Menschen sind immer hup, hop, hop. Die sind lebendig, die sind nicht langweilig. Und er wollte, dass sie ihm nicht runterfallen von seiner Mission. Er wollte Motivation von der Jugend. Так, например, когда Авраам шел в гору со своим сыном Ицхаком, он взял себе сопровождение двух молодых людей, которые постоянно делали хорошее настроение, создавали вокруг позитив, чтобы они в его миссии, в его задании его укрепили, чтобы он не сошел с этого пути. Ich erzähle euch jetzt ein Witz, dass ihr versteht. Es war einmal eine Gruppe von Menschen und sie haben gewohnt, es war ein Haus von 100 Stockwerken. Und sie haben gewohnt so bei die 70, paar und 70. Aber einen Tag, die sind gekommen, eine ganze Gruppe, und oi, 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 der Aufzug ist kaputt. Sagt eine, kein Problem. Sagen die Kinder, wir erzählen euch Witzen, dann geht die weg schnell. Haben sie Witzen erzählt bis zum 20. Stockwerk. Als sie kommen zum 20. Stockwerk, die Leute haben wenig Kraft, sagt einer, ich habe sehr gute Liebesgeschichten, romantische Geschichten. Komm, wir laufen weiter. Hat man weitere Geschichten erzählt bis 40. Als sie kamen nach 40, hatten keine Kraft mehr, sagt einer, ich habe sehr gute Horrorgeschichten. So engste Geschichten und interessante. Komm, gehen wir weiter. Und sie machen noch 20. Als sie kommen zu 70, sagt eine, ups, habe ich den Schlüssel unten vergessen. Er hat vergessen den Schlüssel. Und genauso ist Menschen. Bis 20 Jahre erzählen sie am Leben Witzen. Von 20 bis 40, die sind beschäftigt mit der Liebe. Von 40 bis 60 erzählen sie Horrorgeschichten von Drama. Und dann haben sie den Schlüssel vergessen. Sie haben vergessen, dass in dieser Welt muss man einfach zu wissen, dass wir sind da, um zu leben und um was Gutes zu tun und um uns zu vorbereiten, schön zum Kommen der Welt. Пример. Люди жили в большом высотном доме, где было всего 100 этажей. И один день они пришли, и сломался лифт. И они решили, тогда молодые люди, дети, сказали, хорошо, мы пойдем вперед и будем рассказывать вам анекдоты, и тогда путь будет легче. Так они дошли до 20 этажа. Когда все анекдоты кончились, они сказали, теперь мы будем рассказывать романтические истории. И они двинулись дальше. Когда они дошли до 40 этажа, таким образом, они начали рассказывать себе разные страшилки, разные истории. И таким образом они добрались до самого верха. Но тем не менее, когда они были наверху, они сказали, что, к сожалению, они забыли ключ внизу. Так и человек. Человек должен всегда помнить, что он живет в этой жизни для того, чтобы жить, для того, чтобы совершать что-то хорошее, чтобы готовиться к лучшему, чтобы у него был стимул к жизни. Да. Letzte Shabbat hat mir Rabbiner Susson, einer von den Rabbiners in Frankfurt, erzählt, eine passende Geschichte von der Dubne Magid. Er hat gesagt, dass einmal war ein blinder Mensch und er wollte Geld und er hat gemacht Schnorr. Aber alleine ist nicht schön. Er hat gefunden noch einen Freund, der auch blind. Und die beiden sind gegangen und gesammelt Geld von allen Leuten. Und wenn Leute sehen, zwei Blinder, alle haben gegeben, doppelt schön, die beiden waren glücklich. Ein Tag
Die beiden sind gekommen nach Österreich. Und in Österreich war er größten Professor. Und die sind gegangen zum Professor und sie wollten bei ihm Spende. Sagt der Professor, warum Spende? Ich kann eure Augen reparieren und machen, dass ihr seht. Sagt eine, ja, mach bitte, öffne meine Augen. Ich will die Welt sehen, ich will etwas von dieser Welt genießen. Sagt der andere, mach bitte nicht meine Augen auf. Wenn meine Augen auf, wie soll ich bleiben, mein Schnorrer? Wie soll ich weiter Geld sammeln? Niemand wird mir geben. Und genauso manche leben in ihrem Zustand, wollen so bleiben. Sie wollen behindert bleiben, sie wollen alt bleiben, sie wollen faul bleiben, sie wollen traurig bleiben, sie wollen psychisch zerstört bleiben, weil da haben sie Mitleid und Rachmones von den anderen Leuten. Ai, 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 ai. Schade. Man kann deine Augen öffnen. Öffne deine Augen. Mach was Schönes von deinem Leben. Und sag nicht, ja, ich bin blind. Gib mir Geld und mach nicht bitte meine Augen auf, weil dann niemand wird mir Spende geben. Denk immer, wie kannst du mehr von dieser Welt haben und nicht fallen in deine größten Mitleid. История про двух слепых людей, которые шли от города к городу и побирали, были милостями. И когда они пришли в один город к одному профессору и стали просить у него милостыню, он сказал, я могу вас вылечить. И тогда один сказал, да, открой мне глаза, вылечи меня. А другой сказал, нет, нет, ни в коем случае. Как же я тогда буду попрошайничать дальше? Так и люди, что некоторые очень любят, когда им сочувствуют, их немножечко так жалеют, и они остаются такими же, какие и они были прежде. А смысл нашей жизни в том, чтобы мы сделали немножко больше, немножечко больше добились того, что мы можем, вышли из этой вот своей апатии, получили больше удовольствия от всего мира, открыли свои глаза миру. Und so lernen wir heute, natürlich muss man gesund sein im Körper, aber bei dem Mensch, 99% ist der Kopf, ist die Laune, ist die Freude. Es kann sein, ein Mensch jung, gesund, reich und depressiv. Und es kann sein, alt, arm, krank und fröhlich. Kann alles sein. Es liegt an dem Mensch. Es liegt nicht an dem objektiven Zustand. Es gibt genug junge Leute. Alles ist in Ordnung. Es war jetzt in Amerika einer von den größten Zauberer mit Kurten. Etwas und 60, geht in alle Hotels, kriegt Geld ohne Ende, jeden Show, Tausenden. Schlechte Laune bekommen, hat man ihn gesehen, im Schrank gehängt. Nebach, ai, ai, ai. Warum? Warum? Frisch, gesund und meschuge. Also du hast alles, warum zu fallen in ein Loch? Есть люди, которых все есть, есть благополучие, есть здоровье, есть стабильность, и все равно они становятся больными, депрессивными. И есть люди наоборот, которые нуждаются во многих вещах. У них не все так гладко, но все равно они живут с такой радостью и решают все трудности, которые приходят к ним в жизнь. Потому что все мысли человека, да, и все его настроение к жизни, это идет 99% от его головы. Как он настроен в жизни, в чем он видит свой смысл, так он и живет, так он и строит свою жизнь. Zum Schluss, wie kommt man zu Freude? Nicht alleine sein. Alleine ist man schwach. Alleine fällt man in Loch. Wenn man kommt mit Menschen, eine hilft dem anderen zu unterstützen. Wenn einer fällt alleine zu Hause, niemand sieht ihn. Wenn einer fällt hier, sofort 5 Leute. Und deshalb, interessant, im Gefängnis gibt es pro Tag 20 Minuten Pause. Es ist noch nie passiert in der Geschichte, dass einer sagt, er will bleiben im Zimmer. Wenn man gibt ihm 20 Minuten frei, geht er sofort für frische Luft. Warum? Weil er ist gezwungen, im Zimmer zu bleiben. Aber der Mensch ist noch schlimmer von Gefängnis. Er macht manchmal Gefängnis alleine. Wo? Im Zimmer.
Warum gehst du nicht raus? Keine Lust. 10 Minuten? Nein. 5 Minuten? Nein. Noch schlimmer von Gefängnis. Weil Gefängnis, einer hat gesagt, du gehst nicht raus, dann will er 20 Minuten Luft. Es ist noch nie in die Geschichte, einer im Gefängnis, der wollte bleiben im Zimmer in die Pause. Und hier gibt es Leute, sie können jeden Tag gehen, frische Luft nehmen, 20 Minuten. Was sagen sie? Heute keine Kraft. Heute bleibe ich im Zimmer. Denk dran, dass Hölle mit den Menschen ist viel besser als Paradies alleine. Alleine wir Menschen schaffen es nicht. Wir brauchen immer mit anderen Leuten zu treffen, zu begegnen. Und auch wenn die Menschen sind nicht Ayayay, nur, was soll man machen? Nicht Ayayay ist besser als gar nicht. Как можно достичь радости в жизни? Надо выходить, быть среди людей, надо общаться, надо всегда вести какие-то беседы. Так, например, если человек заключен в тюрьме, и ему дается 20 минут все равно выйти, он стремится к этому. Он никогда еще никогда такого не было, чтобы заключенный остался в камере. Он всегда стремится к другим людям, неважно, это положительные или отрицательные отношения. Когда человек создает сам себе тюрьму в своей голове и не хочет выходить, это очень плохо, потому что мы созданы так, чтобы мы всегда общались друг с другом, были вокруг, были внутри всех людей, вокруг отношений, и так создавать друг другу радость. Als Kind hat mir mein Papa erzählt eine Anekdote, ich weiß nicht warum, aber sie ist bei mir so präsent geblieben. Und es ist eine gute Geschichte, weil sie hilft in wahren Momenten. Er hat mir erzählt, dass es war einmal ein Mensch, er war enttäuscht von der Welt, enttäuscht von Gott, enttäuscht von sich. Und er wollte beenden sein Leben, er wollte springen vom Dach. Gut, er hat gedacht, vor dem, dass er springt vom Dach, er wird kaufen letztes Mal 100 Gramm salzige Pistazien, weil er rot liebt Pistazien. Und er wird essen unterwegs, bis er kommt zu 10. Stock. Also der Mann beginnt seinen Selbstmord, nimmt die Pistazien, isst, geht langsam, kommt in Dach und plötzlich ist gekommen so eine Pistazie, die ganz zu. Weißt ihr, manchmal bei den Pistazien, es gibt so eine Bandit-Pistazie, die ganz geschlossen, wie eine Nuss. Du versuchst das so, ja so, sie hat kein Loch zu öffnen. Weißt du, was ich meine? Und er versucht so, so geht nicht. Da hat er genommen die Pistazie und weggeworfen vom Dach auf den Boden. Und da sieht er, ein armer Mensch beugt und nimmt diese Pistazie. Und er macht sie auf, weil sie ist gebrochen, und isst. Sagt er, was? Gibt es noch schlimme Leute als ich, die holen eine Pistazie vom Boden? Ich springe nicht. Wenn ein Mensch will springen, soll er wissen, es gibt Leute, die sind schlimmer als ihm. Es gibt Leute, es geht denen viel schlimmer, als es dir geht. Guck immer, dass Leute runter dir ist und wie gut relativ geht es dir. Эту историю рассказал отец нашего раввина. Один человек был разочарован в жизни, в Боге, в своем окружении, и он решил прыгнуть с высокого этажа вниз. И по пути туда он купил себе соленые фисташки, потому что он их очень любил. И вот так он шел вверх до крыши и съедал эти орехи. Когда он оказался на крыше, ему попался последний орех, полностью закрытый в скорлупе. И он пытался открыть, отколоть зубами, ничего не получилось. И тогда он выкинул этот орех. И когда он посмотрел вниз с крыши, он увидел, что подошел один бедный человек, раскрыл эту скорлупу и съел. И в этот момент ему стало понятно, что есть люди на свете, у которых еще хуже обстоят дела, да, и все равно они живут и продолжают бороться с трудностями. И так он передумал прыгать с крыши. Ich werde schließen mit einer chassidischen Melodie. Diese Melodie hat keine Wörter, ist nur Ayayay. Aber das ist eine Melodie, die gibt so Kraft. Die Melodie geht so. Ja, 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 ma, ja, 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 ja,
Ай-яй-ям, ай, ай-яй-ям, ай-тири-най-най-дам. Та-ра-ри-ла-лам, ти-ра-ла-ла-ли-ла-ла-лам, ма-ра-ри-ла-лам, ай-яй-ям, та-ра-ри-ла-лам, ти-ла-ла-ла-лам, ти-ти-дам-бам-бам, ба-ба-бам-бам, ай-яй-ям. Ayinanam, 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 ayayam, ayayayayayayayayam. Hey, hi, did I dum, I did I dum, I did I die, 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 lie, 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 seid alle gesund und stark, komm gesund nach Hause. Hab einen guten Appetit und eine gute Woche. Schönen Dank an Nathalie. Alle Applaus! Danke.